Aber ja, wir machen das ja in Kooperation mit der Lazelle. Und nur Freitag haben wir dann für dich einen Super-G, den als Lot zwar just reserviert für Kurren, wo wir meinen, dass die die Parcours können bewältigen. Also nur eine gewisse Diskretion, wie kann man fahren. Ne? Das sind, und ich lasse just lizenziert von der Föderation, dass das eh läuft. Dann ein Samstag haben wir dann aber den Riesenslalom, den hast du dann open für alle lizenziert und auch für die Läufer von der Lazelle. Das sind ungefähr 120 Schläfer, die dann durch den Parcours gehen. Also wir machen zwei Marschen. Du kannst in der Rechnung, dass ein Marsch so eineinhalb Stunden über die Bühne ist. Da geht es umgestartet, da geht eine neue Rekonnaissance gemacht vom Parcours. Und dann machen wir die zweite Marsch, so geht eine Hour mittags. Samstag ist dann den Sonntag, pardon, ist dann den Slalom Spezial. Rund selbst an zwei Marschen. Das dauert dann noch ungefähr eineinhalb Stunden pro Marsch. Ja. Mhm. Der hat schon die Piste gesehen, wie sind die Konditionen? Ich habe sie noch nicht gesehen. Diese Weekend, ich habe sie gesehen für uns zwei Wochen. Da war noch nicht viel neue Schnee gefallen. Da war es aber gut vereist. Den Hang, wo wir fuhren, ist ein bisschen nach Norden ausgerichtet. Also da ist immer Schnee, da ist auch immer kahl. Es geht relativ spät am Tag, könnt ihr recht Sonne ran. So während der zweiten Marsch, da haben wir dann heinz so eben so Licht-Schiert-Spieler, wo dann auch einmal aus dem Schiert an Sonne raffiert, wo dann die Kurre können geblendet gehen. So sind die Konditionen aber gut, dass wir immer so am Riesenslalom, dass wir einen Steil haben am Anfang. Und dann werden ungefähr der Parcours am Riesenslalom so 40 Sekunden sie pro Marsch. Am Slalom rechne ich mal 35 Sekunden pro Marsch. Ja, also da das den Steilhang direkt am Anfang, aber wenn den Debis bewältigt wird, dann wird er das schwerst gepackt. So ob Pisten in der Schweiz, was da traditionell ist, was wir auch hier haben, als da oft so Geländeübergänge sind, an auch ein bisschen deweren, das heißt, wo die Piste zu enger seid, hängt, an den aber in einer Richtung muss fahren, da muss in der Schein den Druck um aus den Ski halen, für dann eben die Richtung zu halen und dann gut an die Arrivée zu kommen.